Im Modellversuch zu diskreten Energieniveaus im Atom stellt die Holzkugel am Fadenpendel ein einfallendes Photon dar. Je stärker wir das Pendel auslenken, desto größer ist die Energie der Kugel bzw. des Photons. Der Marmeladendeckel stellt ein Atom dar. Der Deckel kann zwei mögliche energetische Zustände annehmen. Er kann, wie vor dem ersten Aufschrauben eines Marmeladenglases, gespannt sein. Das Atom ist angeregt. Oder er ist entspannt, wie nach dem Öffnen. Das Atom ist im Grundzustand. Nun versuchen wir, das Atom aus dem Grundzustand anzuregen, indem wir das Photon mit der Energie E auf das Atom prallen lassen. Der Deckel bleibt jedoch zunächst weiter entspannt. Die Energie des Photons war also nicht passend, um das Atom anzuregen. Wir erhöhen nun die Energie des Photons, indem wir das Pendel weiter auslenken. Jetzt hat es genau die passende Energie E, um das Atom anzuregen. Der Deckel ist nach dem Stoß gespannt und die Kugel prallt deutlich weniger weit zurück. Regt sich das Atom wieder ab, geht also vom Angeregten in den Grundzustand über, so gibt es genau die zuvor aufgenommene Energie E durch ein Photon mit dieser Energie wieder ab. Das Pendel wird also genau so weit ausgelenkt, wie wir es auch zuvor beim Anregen auslenken mussten. Trifft es anschließend wieder auf den Deckel, so passt die Energie natürlich auch gerade wieder, um das Atom anzuregen. Dabei prallt das Pendel fast gar nicht mehr zurück. Mehr zum Thema, weitere Erklärungen und Aufgaben gibt es wie immer auf lifephysik.de. Und wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like und ein Abo.